Lies deine Bibel. Hallo, hier ist Pastor Sven Barth und ich möchte dieses kurze Video drehen, weil ich dich wirklich ermutigen möchte, gerade jetzt am Anfang des Jahres 2023 deine Bibel zu lesen. Und ich weiß, das ist gar nicht immer so einfach, vielleicht auch gerade als neuer Christ oder vielleicht als jemand, der schon länger im Glauben ist, aber bisher seine Bibel noch nicht regelmäßig gelesen hat. Wie fängt man an? Das ist eben die Frage, die mich selbst beschäftigt hat, als ich zum Glaube kam. Ich habe dann angefangen hier mit der Bibel, 1. Buch Mose und dann so durchgelesen, spätestens 3. Mose, hatte ich dann keine große Lust mehr. Das heißt, wie kann ich das gestalten, dass ich das irgendwie schmackhaft für mich mache? Denn das Wort Gottes ist ja lebendig und es möchte zu mir sprechen und es ist ja so ein unglaublicher Gewinn, dass ich ja erlebe darf, wie Gott das Wort zu mir spricht und mich verändert. Deswegen heute 3 Bibellesepläne, die ich dir vorstellen möchte, die dir helfen solle, das Wort Gottes konstant zu lesen. Und der erste Bibelleseplan, den ich dir vorstellen möchte, ist der sogenannte McChain Bibelleseplan. Und der McChain Bibelleseplan, der geht auch einmal im Jahr durch die Bibel. Jetzt aber nicht von vorne bis hinten, sondern man hat dort 4 verschiedene Teile. Also ich habe das immer gemacht mit Lesezeichen, 4 verschiedene Lesezeichen. Nämlich man hat das Alte Testament und das Neue Testament. Jeweils 2 Abteilungen, die man täglich liest. Und mit diesem Plan kommst du einmal im Jahr durch das Alte Testament und du kommst sogar 2-mal im Jahr durch das Neue Testament plus 2-mal im Jahr durch die Psalmen. Und das ist schon richtig gut. Wenn man das durchzieht, hat man am Ende wirklich mal so einen richtig guten Überblick und hat auch wirklich so gerade neutestamentlich wirklich so ein bisschen schon die Tiefen ausgelotet. Also diesen Plan kann ich dir nur empfehlen, habe ich selbst gemacht und hat mir wirklich viel Gewinn gebracht. Der zweite Bibelleseplan, den ich dir vorstellen möchte, der ist in etwa so ähnlich, auch einmal im Jahr durch die Bibel. Und hier hat man auch wieder 4 Bibellesezeichen, aber man geht eben nicht 2-mal im Jahr durchs Neue, auch nicht 2-mal im Jahr durch die Psalme, sondern man hat, und das ist vielleicht auch für jemand, der so ein bisschen, ich denke, das kennt jeder, wenn er so ja, einen Tag mal vergessen hat oder einen Tag mal nicht dazu gekommen ist, dann fängt schon schlechte Gewissen an. Man muss im Monat nur 25 Tage lesen und hat dann sozusagen 5 Tage Puffer, um vielleicht eventuell aufzuholen. Oder vielleicht, wenn man sagt, Sonntage möchte ich nicht lesen, dann kann man hier wirklich nachholen. Und ich finde es super. Der Bibelleseplan heißt Discipleship Journal Bible Reading Plan. So in etwa, ich schreibe es euch hier irgendwo auf. Und der ist schon recht gut, auch viel Abwechslung und ich denke, er überfordert auch nicht, sondern im Gegenteil, gerade weil man diese 4 Lesezeichen unterschiedliche Stellen hat, wird es eigentlich nie langweilig. Kann ich dir nur empfehlen, habe ich selbst auch durchgemacht und hat mir auch viel Gewinn gebracht. Der letzte Bibelleseplan, den ich dir empfehlen kann, und der ist jetzt schon etwas sehr fortgeschrittener, beziehungsweise ist echt eine Herausforderung, ist der sogenannte Grand Horner Bible Reading Plan. Und der hat es in sich. Bei diesem Plan geht man 10 Kapitel am Tag mit 10 unterschiedlichen Lesezeichen und geht so. Ja, es sind, ich glaube, 5 im Alten Testament, 5 im Neuen Testament, so in etwa. Und das ist so ein rotierendes Prinzip. Das heißt, man legt sein Lesezeichen in 1. Mose, bei Jesaja rein, in den Psalmen rein, in Römer rein, in Apostelgeschichte ist es, glaube ich, und auch in den Evangelien. Und wenn man dieses, seinen Teil gelesen hat, fängt man wieder von vorne an. Und das rotierende System ist in dem Sinne rotierend, weil man nie das Gleiche liest. Also das rotiert immer an unterschiedlichen Stellen. Und ja, das ist etwas natürlich nicht für die Tiefe geeignet zum Studium, aber ich finde es sehr gut für so einen richtig guten, groben Überblick. Also wenn man mal sich wirklich so einen riesigen Überblick verschaffen möchte, das ist auch mehr so ein Schnellleseplan, also nicht drüber nachdenken viel, sondern einfach mal Überblick gewinnen.
dann hat das schon was für sich. Aber wie gesagt, echt herausfordernd. Also ich denke, so 10 Kapitel nicht in der Tiefe gelesen, in etwa eine halbe Stunde, ja, bis 40 Minuten müssen schon drin sein. Muss jeder selber wissen und vielleicht auch Gott fragen, was ist jetzt dran. Aber diese 3 Bibellesepläne lege ich dir wirklich ans Herz. Guck mal, vielleicht nimmst du einen davon. Ansonsten gibt es ja noch viele, viele andere Lesepläne. Es ist gar nicht so wichtig, welchen du nimmst. Der muss für dich passend zugeschnitten sein. Wichtiger ist, dass man konstant im Wort Gottes liest. Vielleicht eine persönliche Erfahrung. Einmal im Jahr sollte man schon durch die Bibel lesen und das ist auch gut möglich. Aber wenn jemand sagt, das ist mir zu viel, dann vielleicht die Hälfte. In 2 Jahren einmal durch die Bibel, wie es der Herr auch schenkt und wie er Kraft gibt. Aber bleibt am Ball. Ja, ich hoffe, das konnte euch etwas Lust machen für das neue Jahr. Neues Jahr, neuer Bibelleseplan und vielleicht auch eine neue Erkenntnis von Gott. Das wäre schön. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Gottes Segen, Pastor Sven Barth.